Hi, ich bin Vicky Michalke und ich erzähle euch heute was über mein Lieblingspferd Novia. Also die ist eigentlich jeden Tag schön zu reiten und es macht total Spaß. Sie ist sehr sensibel und ist natürlich von der Qualität auch wirklich gut und deswegen setze ich einfach wahnsinnig viel Hoffnung auf sie. Wir haben Novia fünfjährig oder Anfang fünfjährig am Turnier entdeckt bei uns in der Nähe, wo ich auch junge Pferde geritten bin. Das Pferd kam quasi Anfang fünfjährig und dann haben wir ein paar Monate quasi, habe ich mich auf sie eingestellt und dann hatte ich eigentlich gleich das Glück, dass ich fünfjährig mich zum Bundeschampionat qualifiziert habe und für die Weltmeisterschaft der jungen Pferde. Sechsjährig konnten wir das nochmal toppen und ich habe mich wieder zum Bundeschampionat und wieder zur WM qualifiziert. Da war sie dann in der ersten Prüfung Dritte auf der Weltmeisterschaft, im Finale Sechste. Und am Bundeschampionat sind wir dann Zweite geworden. Das war eigentlich wirklich super. Also hat mich auch total gefreut, weil es einfach so Spaß gemacht hat, so mit ihr da zu reiten. Es ist natürlich total besonders, so ein Pferd zu haben und reiten zu dürfen. Und Gott sei Dank quasi mag meine Mama das Pferd auch so gerne, dass wir es, glaube ich, behalten. Es hat mich dann natürlich auch sehr gefreut, dass sie da so Piaf Passage sehr gut gelernt hat. Jetzt machen wir halt so ein bisschen weiter, dass sie Sicherheit kriegt im Grand Prix, weil sie doch noch ein bisschen grün ist in dem Ganzen. Aber ich glaube, dass ich mit dem Pferd einfach wahnsinnig Glück habe und dass sie einfach alles machen kann. Und wenn wir das alles zusammen richtig managen und hinbekommen, ist es schon was Tolles. Ich meine, es sind Pferde, deswegen ist es einfach schwierig zu sagen, wo die Reise hingeht. Aber mein Ziel ist es einfach, sie immer bestmöglich zu zeigen und präsentieren und dass sie einfach das so zeigt, was sie kann. Und was daraus wird, werden wir sehen. Wenn sie mal in Fahrt ist, dann will sie auch alles richtig machen und dann muss sie eigentlich eher bremsen, weil sie eigentlich zu viel möchte. Ist aber schon so eine kleine Diva. Also sie weiß schon, dass sie toll ist. Und wenn dann ein anderes Pferd kommt, dann findet sie sich aber, will sie schon zeigen, so, ja, ich bin eigentlich viel cooler als du da drüben. Also das merkt man ihr schon an, dass sie so, ja, sich gerne präsentiert. Also ich gehe jetzt nicht morgens in die Box und erzähle dir, wie mein Tag war, aber ich sag schon, guten Morgen. Ja, das ist so eigentlich meine beste Freundin im Stall. Jetzt habe ich euch von meinem Lieblingspferd Novia erzählt und als nächstes erfahrt ihr, wie ich so weit gekommen bin und wie alles anfängt.